Hallo Leute, es freut uns, dass ihr die Zeit gefunden habt, uns mal wieder zuzuschauen. Ja, das haben wir uns besorgt bei Amazon. Ein Schnäppchen, weil das Ding ist normalerweise doppelt so teuer. Ja. Und ja, den werdet ihr kennen. Ja. Das will ich hoffen. Und hier hinten ist die Rückseite. Dann haben wir noch eine Seitenseite. Und noch eine Seitenseite. Ohne drunter ist nichts. So, und dann wollen wir mal hier ein bisschen aufschneiden. So, gleich vorneweg. Jetzt machen wir das allererste Mal auf. Der Karton hat hier beim Versender schon ein bisschen was gelitten. Und ja, wieder der übliche Trick. Ein bisschen nach außen biegen, damit es aufgeht. So. Ja, da hockt er drin. Ja, hockt da drin, der Bub. Langsam, nur nicht so fest zu ziehen. Ich ziehe gar nicht. So. Machen wir den Studierfix. Genau. Ich guck mal schnell. So, hier ist Garantie und wenn du Probleme hast, hole ich meine Bruder. So. Also unten wo die Füße sind, sollen die Batterien rein. Binden erstmal los. Ja, den haben sie gefesselt. Ja. Ja, weil der rennt ja auch immer rum. Zumindest mit Sachen gefesselt, die nachhaltig sind. Ja, würde ich doch mal glatt behaupten. Ja, das spielt heutzutage immer wieder eine bessere Rolle. Ja. Finde ich gut, dass viele drauf eingehen. Auch große Firmen. Da ist nämlich am wichtigsten. Kannst du wahrscheinlich rausmachen, wenn du die Batterien rausholst. So reintust. Da gehören 4 AA-Batterien rein, die ich rein zufällig in meiner Hand halte. Aber rein zufällig. Ganz, ganz, ganz aus extremer Zufall. Kannst du den Karton mal da hinten hin tun? So, ich werde mir mal ein Schraubgerät besorgen. Ein Kreuzschlitz-Schrauben-Schraubgerät. Für Schrauben reinzudrehen oder rauszudrehen? Das ist ein Schraubenzieher, also kannst du nur rausziehen. Also zum Rausziehen. Ein Schraubenzieher ist zum Schrauben rausdrehen, Schraubendreher ist zum Schrauben reindrehen. Ja. Ich muss besser nehmen, oder? Nee. So. Rausmachen. Er lacht nicht, obwohl ich die Füße kitze. Ah, an aus. Genau. An aus. Ich habe überlegen, wie lang die Schraube ist. Möchtest du? Ne, mach mal.
ist er. Er hat ja schon was gemacht, er hat ja schon was gesagt. So, dann mach mal. Ja. Man kann auf den Kopf fassen. Bewegen tut er sich schon mal. Wenn man dreimal drauf drückt. Das macht. Und dann habe ich noch ein paar schöne Sachen dabei, die du ihm in die Hand legen kannst. Der hat extra diesen Stift dran, genau. Hat er sich ins Hirn geklopft. Zeig mal, ja. Komm mal, kleiner. Das finde ich geil. Dann eine Kodierung drin, was es ist. Also die Länge von diesem Schlitz, der unten drin ist, und daran erkennt er, was er gerade in der Hand hat. So, dann nehmen wir mal die Kugel raus. Komm, gibt's. Andersrum. Hm? Ah, das ist ein Keks. Ja, die grünen Kekse. Genau. Ich höre mal auf zu rascheln. Immer schön in die Kamera halten, Mister. Ja. So. Warte mal, Licht. Mal sehen, was dann passiert. Vielleicht ist es dann auch besser. Ja, jetzt ist es besser zu sehen. Ja. Zu schmecken. So, den Keks nehmen wir erstmal wieder ab. Jetzt mit einer guten Suppe. Ja. So, Moment. Ja, hast du gleich was. Jetzt ist es so. War nicht richtig drin. Ja, jetzt gleich mit der Macht auf mich losgeht. Ja, und das Essen weggenommen hast. Das hier auch raus. Das ist ein Ding. Deswegen hat er vielleicht was nicht geklappt. Ein paar Charme. Auf der anderen Seite hat er nichts, ne? Auf der anderen Seite hat er nichts. Nee, ich dachte, weil... Hand. So, ich nehme das jetzt mal raus. So, das ist die letzte Geschichte. Wenn ich das richtig gesehen habe... Lass mal sein, 2 Minuten. Soll es auch irgendwie gehen, dass man ihn hier irgendwie füttert? Schon interessant, was heutzutage möglich ist. Mag er sich? Hammer halt. Und dann halt über die Kopfbewegung. Geiles Teil.
Was haben wir für ihn bezahlt? Es waren paar 30 Euro. Ich weiß jetzt nicht ganz auswendig. Ich glaube 34 Euro oder so. Sagen wir mal besser 35 Euro und dann liegen wir auch nicht so besonders verkehrt. Genau. Aber dafür kann man nicht liegen lassen, weil wie die rausgekommen sind und da wollten wir unbedingt einen haben, aber da waren die unbezahlbar. Ja, und es ist eine Neuauflage. Das heißt, er ist zwar ein bisschen kleiner, kann aber mehr dafür. Denn das war bei dem alten nicht dabei. Benimm dich. Ja. Geil. Super. Steht auch alles in der Anleitung davon, was man damit machen kann. Wie gesagt, wir haben auch jetzt das erste Mal ausgepackt. Er reagiert auch auf Sprache. Also er merkt, dass jemand anwesend ist, sagen wir es mal so. Das ist cool. Herrlich. Ich freue mich drüber. Und der Sack ist auch gut. Er will hochgehoben werden. Heben wir mal hoch. Mal sehen, was passiert. Hinlegen macht gar nichts bei ihm. Ja, jetzt will er hochgehoben werden. Ja. Aber er reagiert da eigentlich nicht so drauf. Hier oben ist halt die Sensorfläche. Ich finde das mit dem Horn genial, wie das. Die sind übrigens gummiartig. Mhm. Ja. Ist ein geiles Teil. Kann einer sagen, was er will. kann man echt gut verstehen, dass die Dinger so beliebt bei den Kindern auch sind. Ja. Also ich würde dann mal sagen, Leute, wir haben gekauft, deswegen ist es auch eine Kaufempfehlung. Für 35 Euro ungefähr ist das kein Ding. Ja. Wenn man bedenkt, was die vorher gekostet haben, also die erste Auflage, ist ja schweineteuer gewesen. Und wir wollten ihn unbedingt haben. Wir haben dann andere Puppen mal gekauft. Die sind auch ganz gut verkauft worden hier. Die haben aber nichts gemacht, außer dumm rumgesessen. Und wenn ich den hier so betrachte, der ist okay. So, was hat der eine mal reingeschrieben? Porzellanvorstell oder Porzellanpuppen? Wann wir das ja, mal vorstellen? Genau. Puppe, nixe Porzellan. Nee, ist hartplastik. Und Gummiöhrchen. Ja. Und Stoff. Na, knurr mich nicht an. Und ja, damit er nicht nackig rumrennt. Genau. Ich find's geil. Schreibt uns in die Kommentare rein, was ihr davon haltet, dass wir sowas auch vorstellen. Ich meine, wir sind Star Wars Fans. Ja, vom Allerfeinsten. Ja. Und den Kleinen mögen wir auch ganz gerne. Jawohl, ja. Nimm mal die zwei da runter. Kleinere Modelle. Oder zum Beispiel den Ahle-Simbel. Oh. Haben wir auch. Der steht bei uns auf der Theke auf dem Drehteller. So lange, bis ihm schwindelig wird. Der ist schon ganz grün. Die sind alle ganz grün. Ne? Wie? Waren die auch schon auf dem Drehteller? Ja, auch so eine Kleinigkeit an Figuren. Ich stelle mal wieder da oben hin. Wie gesagt, wir mögen sie. Und ich freue mich schon auf die nächsten Filme. Ja. Wie gesagt, schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass wir auch mal so Sachen vorstellen, die hier nichts mit Klemmbausteinen zu tun haben, sondern mit der Thematik hier zum Beispiel Star Wars. Denn von Star Wars gibt es ja auch reichlich Klemmbausteine und sehr viele Fans.
Da sind bestimmt jetzt einige dankbar, dass wir den vorgestellt haben, dass sie dann sagen, so, jetzt kaufe ich keinen Grogu im Sack. Genau. Ja. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Mit, ja, du auch. Mit. Wir sehen uns im nächsten Video. Ja. Spielsachen für Erwachsene, auch für Kinder. Tschüss. Tschüss.